Dear Gretsch and Fowl, my whiskey friends, welcome to my whiskey channel, Whiskey Talk. Ja, heute sind wir wieder in den Highlands, und zwar Scotland. Ja, auf Scotland in den Highlands. Und mitgebracht habe ich den Aberfeldy. Ich habe einmal diese Verpackung und einmal diese hier. Ja, wir nehmen aber heute diese gefällt mir auch, ist eine neuere Verpackung, wenn man sie so hält, dann sieht sie so aus. Aberfeldy 12, ja, Single Malt Scotch Whisky. Ja, wir können sie ja mal aufmachen, so sieht sie von innen aus. Ja, die Flasche ist die gleiche und stellen wir mal hier hin, kein Platz mal wieder, die Flasche ist die gleiche. Nur auf der Verpackung zum Beispiel, wo war das gewesen? Ja, schreiben sie hier 1846 rauf. Und auf die Flasche selber haben sie, sieht man nicht so richtig, 1898 drauf zu stehen. Ja, das bedeutet aber nicht, dass da irgendein Fehler gemacht wurde. Denn 1846 wurde die Brennerei Jewers gegründet, genau. Und 1898 haben denn die Söhne, ich glaube John und Thomas von, ich weiß gar nicht mehr, wer Jewers gegründet hat. Habe ich hier irgendwas zu stehen noch? Nein, weiß ich gar nicht, wer das gegründet hat. Juas ist ja auch egal. Jedenfalls die Söhne John und Thomas haben dann Aberfeldy 1898 gegründet. Genau. Deswegen die beiden Jahreszahlen. Und der Aberfeldy hier, wir nehmen ihn mal raus, ist auch in den Juas der Lead Malt, also der am meist vertreten da ist. Und ja, hier ist Juas ist ein Blended Whisky, Blended Scotch Whisky, habe ich noch nicht probiert, werde ich aber auch demnächst verkosten und dann schauen wir mal. Ja, so ein kleines Heftchen hier mit drin, aber ich habe mir das mal durchgelesen, das Heft, hier so eine Bilder sind da drin von den Fässer und so. Ist jetzt nichts Besonderes, was da so drin steht, da steht halt nur, dass dieser Whisky ja mit Sorgfalt gemacht wird und mit allen Bemühungen und ja, alles Mögliche. Also nur, dass der Whisky immer hochgelobt wird und dass man ihn mit Leidenschaft macht und so. Ja, so ist halt. Okay, dann werden wir ihn mal öffnen. Ich hatte noch kein Aberfeldy bis jetzt getrunken. Ich lasse mich einfach überraschen, wie er schmeckt. Er ist kühl gefiltert und gefärbt, leider. Deswegen Farbe nicht weiter interessant. Oh, kurzer Korken. Ganz schön kurzer Korken, muss ich sagen. Ja, uiuiui. Kommt der gleich Honig und ein bisschen Blume rüber. Schon nur vom Riechen hier schön, okay. Also der Kork ist wirklich ganz schön kurz. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Was soll's. So, ja. Ja, wie gesagt, der kommt mit 40% Alkoholvolumen und ist kühl gefiltert und gefärbt. Und ja, dann werden wir ihn einfach jetzt mal verkosten, Nosing machen, Nosing machen. So. Boah. Da zieht aber gleich blumiger Honig durch. Junge, ganz anders. Uiuiui, süßlich, ganz schön süßlich. Ist so ein ganz eigener Geschmack, muss ich sagen, gegenüber anderen Whiskys. Also ist mal was, was ich, glaube ich, noch nicht so hatte in der Form, muss ich mal sagen. Boah, eine unheimliche Süße. Richtig krass. Jetzt kommt ein bisschen malzig. Aber dominierende Süße. Bisschen Vanille, aber Honig ist stark. Wow, 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 wow. Ja, sehr süß, sehr, sehr, sehr süß. Und geht schon so ein bisschen in Likörart, würde ich sagen. Yes. Okay, Slanger War. Mm.
Wow. Richtig cremig. Richtig Honig. Wow. Sehr, sehr lecker. Frische kommt noch hinterher. Tangy Freshness. Wow, a tangy Freshness. Wirklich. Wow. Und der Honey, oh, der ganze Mund wird ausgefüllt mit Honig und Süße. Brennt überhaupt gar nicht. Könnte, glaube ich, sogar auch Frauen, die gar kein Whisky trinken, sogar das, dieser Whisky schmecken, muss ich sagen. Obwohl, gibt es eigentlich Frauen, die kein Whisky trinken? Na, sage mal. Doch, gibt es genug. Ich kenne genug, die keinen trinken. Aber umso mehr haben die Männer dann trinken. Oh, sehr leckerer Whisky. Slanjawa zum zweiten. Wow, einfach nur Bombe. Habe ich wieder einen guten Whisky ausgesucht. Der letzte war ja schon lecker, der Glencairn, aber der ist auch wieder lecker. Sehr, sehr lecker. Ja, und dieser Whisky ist noch nicht mal teuer. Ja, auch was für den oder die Leute, die einen kleineren Geldbeutel haben. So sieht es hinten nochmal aus. Hatte ich ganz vergessen. Und die Seiten. Ja, wo war, ach ja, wie teuer. In dieser Verpackung glaube ich 33 Euro. Und in der anderen Verpackung, in dieser hier, wo die ist auch voll schön, wie die Brennerei drauf ist. Hier das Fass, da die Brennerei. Ach so, ich hatte noch vergessen, ich gehe mal davon aus, dass er in Bourbonfässer gereift ist. So süß wie er ist, muss er. Ohne Sherry, kann kein Sherry mit drin sein, glaube ich nicht. Und diese kostet, glaube ich, so um 29 oder 30 Euro. Also richtig geil. Kann ich euch nur empfehlen, den Whisky. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Teil vom Whisky-Video vom Whisky Dog von mir. Yeah, I'm here, Whisky Dog. Jetzt machen wir mal wieder ein paar FAQ-Fragen. Ich hatte ein paar rausgesucht. Ich glaube, waren 1, 2, 3, 4, 5 Stück, die ich wieder mal so beantworten wollte. Ich werde versuchen, ja, kommt drauf an, wie viele Leute mir schreiben. Ich glaube, wir haben insgesamt diesmal, weiß ich gar nicht, 30 Leute oder so geschrieben. Keine Ahnung. Ich habe aber nicht alle 30 jetzt hier vom Fernseher, vor der Kamera. Fernseher hängt da. Okay, werde ich wohl alle halbe Jahre mal ein FAQ machen. Das habe ich jetzt noch gemacht, weil auch da Fußballfrage mit bei ist und deswegen, da ja die Weltmeisterschaft jetzt am 14. Thursday, also Donnerstag, beginnt, muss ich es noch vorher machen, da ich sonst Montag bis Donnerstag keine Zeit habe, ein Video zu machen. Ja, da haben wir schon mal die erste Frage, ja, ein bisschen kriegerisch geschrieben. Von Thomas aus Berlin. Ich kenne auch einen Thomas aus Berlin. Aber ich glaube, das bist du nicht. Oder? Nein, kann ich mich nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, welchen Whisky trinkst du am liebsten? Ja, also diese Frage kann ich, wenn ich ehrlich bin, nicht beantworten, richtig. Da ich viele Whiskys gerne trinke, ob die jetzt nicht rauchige oder rauchige Whisky. Ich glaube, die Frage hatte ich aber schon beim anderen FAQ. Ich weiß es nicht mehr genau. Naja, ist egal, ich mache die trotzdem. Ja, ich liebe rauchige Whiskys natürlich. Und ich liebe aber auch fruchtige Whiskys. Wobei ich ganz, und wenn ich jetzt mich zwischen zwei Whiskys entscheiden könnte, würde ich auf alle Fälle Nummer 1 rauchige Whiskys nehmen. Und dann noch bei der anderen, die Nummer 2, würde ich auf alle Fälle Whiskys in Portweinfässern nehmen. Da mir diese Whiskys, diese dunklen, richtig, wenn sie auch nicht gefärbt sind, so wie der Glenmorangie, mir einfach absolut Bombe schmecken. Wie ein Kirschsaft, ja. Ja, deswegen kann ich nur diese Frage so beantworten, weil mir so viele Whiskys schmecken und die Auswahl ist ja dimensional. So dimensional. Ich weiß nicht, ob das das Wort ist.
Mit so einem Wort habe ich keine Ahnung. Die Welt ist so breit, die Fläche an Whiskys, und deshalb kann ich das nicht so gleich beantworten. Ja. Monika aus Ulm fragt, warum hast du nicht so viele Zuschauer und Abonnenten wie manch andere, obwohl du für mich der Lustigste bist und es gut machst und du die gälischen Namen alle richtig aussprichst. Oh, danke schön, dass ich für dich der Lustigste bin und dass ich es gut mache. Maria. Warst du Maria? Ja, Entschuldigung. Maria aus Ulm. Ja, die Frage kann ich dir eigentlich gar nicht so richtig beantworten, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es ja nicht. Ich bin ja kein Zuschauer. Ich bin ja der Macher von diesen Videos hier. Ich kann mir das auf eine Art nur vorstellen, wie ich so manche Sachen mal gesehen habe und so. Das zum einen bin ich keiner, der sagt, bitte abonniert mich oder bitte macht Daumen hoch oder weiß ich was, wie manch andere habe ich schon gesehen, dass ich bitte macht, dass ich 1000 habe und so, brauche ich alles nicht, weil wie gesagt, habe ich auch schon mal dem anderen gesagt, ich mache das hier nicht wegen Geld oder sonst irgendwas, ich mache das nur für euch und für die Leute, die halt dann wegen Whisky sich nicht so auskennen und von Whisky Doc was lernen können. Ja, und dann, dass ich manchen Leuten vielleicht helfe, dass sie keinen falschen Whisky kaufen, der ihnen nicht schmeckt, obwohl ja die Geschmäcker verschieden sind, aber ich kann ja so ungefähr die Richtung sagen und derjenige kann ja dann sagen, ja, ich trinke gerne einen Whisky, der viel nach, wie dieser jetzt hier war, sehr süßlich und honig ist, oh, den hole ich mir, und ein anderer sagt, nein, so süßlich mag ich nicht, dass er dann so sagt, so, oh, zum Glück hat der das Video gemacht und ich habe das Video gesehen und jetzt brauche ich mir den Video nicht, den Video, dann brauche ich mir das, macht glaube ich der ganze Honig hier in mein Gehirn ein bisschen, der ist Honig, also Honig, aber ich liebe Honig, ja, wo waren wir, ach ja, dass er dann sagt, so, wenn er nicht so süßlich mag und so honigmäßig so doll, dass er sagt, zum Glück hat der mir das gesagt, dass der so süßlich ist, sonst hätte ich mir den gekauft. Ja, deshalb. Und ja, warum sonst? Ich denke mal, die anderen oder manch andere werden wahrscheinlich noch bei anderen Internetplattformen sein, so wie Facebook oder Instagram oder sonst was noch. Da bin ich ja überall nicht drin. Ich habe das einzigste hier, das YouTube. Wie gesagt, sollte ja eigentlich auch damals ganz anders werden. Ich wollte erst einen Spielesender machen über PlayStation 4. Wollte Spiele vorstellen, aber ja, so war es halt gewesen. Und